Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Dragodia Server Let's Play Part. Mit einer Schickröte, die nach oben klettert. Ja, guten Tag, Schickröte. Was machen Sie hier auf dem Baum? Ja, die müssen wir sowieso mal fällen, dann später. Hier ist noch eine Katze. Und ja, ich habe ein bisschen gemeint. Bin noch im Kreativmodus übrigens, wegen einem Ding. Wir haben das World Guard, das Schutzplugin für die Grundstücke, überarbeitet. So. Dann bin ich noch ein bisschen joggen gegangen. Fitness machen. Und ja, jetzt bin ich wieder reingekommen und bin noch im Kreativmodus. Ich bin es einfach nicht so gewohnt, von früher da immer wieder zurück in den Survival-Modus zu gehen. Genau. Also, ich bin Level 30. Ein bisschen Hunger. Die Köten sind immer noch hier schön. Und ja, ihr seht es, also gemeint habe ich, ein paar Sachen aus einem Dorf habe ich geholt. Pinsel müssen wir wieder mitnehmen. Und hier sind noch die zwei ja, Köpfe von den Pferden, genau. Und hier haben wir noch einen Pferdekopf und ein Ding, Krötenkopf, aber der haben wir, glaube ich, doppelt dort drüben. Okay, wir nehmen sie trotzdem mal noch kurz mit. Ich will hier das Museum. Wie kann man die am besten abbauen? Okay. So, also. Genau. Jo, wir verzaubern nachher gleich kurz. Und danach gehen wir auf Erkundung nochmals nach einem warmen, ja, Meeresruine-Ding. Damit wir einfach da diesen Sniffer, diese Sniffer-Eier bekommen. So, jetzt geht gerade die Kiste nicht. Jetzt, okay. Hat gerade, ist gerade ein bisschen am Legen. Ja, haben wir zwei. Warmer Frosch. Okay, die haben jetzt braune Pferde. Okay, dann haben wir ein dunkelbraunes Pferd. Okay. Weil die brauchen wir nicht doppelt hier. Die legen wir einfach in eine Truhe. Holen ein bisschen Lapis Lazuli und noch drei Diamanten. So, hallo Schildkröten, bitte nicht alle hier bleiben. Ich tue mal die Kiste benutzen dafür. So, dann können wir gleich mal neue Diamanten holen, wenn ich gerade hier habe. Ich habe keine mehr gesammelt. Ich glaube, die habe ich noch hier reingetan, in diese Kiste. Ja, da haben wir aber jetzt schon voll. Also, nehmen wir mal 8 mit. Lapis Lazuli nehme ich auch schon mal mit. Und ja, wir haben keine Ender Chest jetzt gerade, also keinen Beutel und so. Wir nehmen, ja, okay, lassen wir die da drin. So, also ich möchte noch eine Spitzhacke haben. Geht halt nur eine zum Verzaubern. Haben aber kein Holz mehr, ich habe alles zur Holzkohle gemacht. Ja gut, dann machen wir das auch noch schnell. Ihr merkt, ich bin ein bisschen unter Stress, weil ich noch zwei Folgen aufnehmen muss, eine Planet Zoo Folge mit einem komplett neuen Park, den ich wahrscheinlich ja noch schnell hinplasten muss, weil wir zu viele Ausgaben haben. Boah, das ist einfach zu heftig. Diese Taste, ja. Es ist so genial, wie die übertreiben mit Standardeinstellungen, aber immer wieder zurücksetzen lassen. Das ist einfach viel zu heftig. So. Ah, da haben wir noch einen Kopf. Vergessen. So, also. Da auch noch. Weg. Gut. Im Hinklapp, das ist gut. Es ist ein anderer Spieler hier drauf. Der ist seit gestern wahrscheinlich auf dem Server. Ich habe ihn gar nicht mal so richtig erkannt. Ich war einfach meinen. Ich habe den nicht gesehen. Weil es so viele Level-Ups und so gab. Aber jetzt habe ich ihn vorher ja, gesehen. Und kurz Hallo gesagt. Hallo und hey, hat er gesagt. Jo. Gut. Da wird ein Katze wahrscheinlich um ihn mal kümmern wegen dem Grundstück. Grundstücke müssen halt immer noch ein bisschen. Ja, von. Also, jemand muss sie einfach schützen. Es gibt noch nicht so ein Plot oder so, wo man automatisch hinstellen kann oder so. Da sind wir einfach noch nicht so weit. So, wir gehen jetzt zum Crafting, zum Zaubertisch, zum Verzaubern von der Spitzhacke, die
die wir noch nicht gemacht haben, ist, müssen wir nochmal. Noch nicht gemacht. Alles gemacht, also das Wichtigste. So. Also. Gut. Ja, es ist jetzt echt viel Motivation da. Die Videos werden gut geschaut. Sind viele jetzt eigentlich sehr aktiv am Minecraft-Videos schauen. Jetzt gerade heute auch der Pixelmon-Part sehr beliebt gewesen. Dankeschön dafür. Und jo, ich mache noch Kirch gerne dann auch mehr. So, wir haben schon eine gute Spitzhacke. Weil Glück mit dem MC-MMO-Glück. Das wird wahrscheinlich heftig sein. Das freut mich. Also, dann haben wir leider nicht mehr so viel Level. Sonst jetzt nichts weiter zu machen. Wir tun die natürlich da vorne rein. Was ist hier eigentlich? Doch die ganz abge... Okay, der ist einfach falsch gewachsen scheinbar. Okay. Genau, ja. Wir tun mal ein paar Sachen hier raus, die wir nicht hier drin brauchen. So, jo. Genau. Und die anderen Sachen brauchen wir eher hier drinnen. Und sonst nichts mehr. Also diesen Schmarrn da. Das ist der kostschwierigste, einzigartigste. Ein kommt hier rein. Dann kommen immer so die Waffen und so. Einen Bogen sollte ich schon. Ja, nein, nehme ich im Moment auch nicht mit. Die Schienen kommen auch hier rein, denke ich mal. Könnten sonst auch irgendwo hier, ja. Ich will die einfach mal hier rein. Und so Mobblut. Nein, nein, nicht die Sticks, die Knochen. Da haben wir noch Fichtensetzlinge. Das Holz brauche ich sowieso. So. Okay. Genau. Und es gibt leider einen Bug, den müssen wir noch ein bisschen verdingen. Also tut nicht leere Eimer hier nehmen und dann irgendwelche Sachen rein. Sonst despawnen die Eimer leider. Ist wahrscheinlich wegen World Guard und das müssen wir irgendwie fixen. Wir wollen sowieso eine andere machen. Und wir haben noch keine Bienen, ja. Das haben wir hingeklatscht, diese Bienenstock. Aber Bienen sind noch nicht gekommen. Die müssen wir scheinbar mit der Leine hin manövrieren. So, wir gehen zu weiter. Ich habe ein Doppeldorf dort. Und wir gehen dann zur Mine runter, weil dort habe ich gestripmined auch. Also zum Zombie-Spawner runter, genau, nicht zur Mine. Also wo ist das Doppeldorf? Einfach hier über den Berg. Okay, sehr gut. Ja, finde ich schön, so ein Doppeldorf. Und wir wollen vielleicht dieses Dorf verwenden, also dieses Doppeldorf, zwei Dörfer verwenden, um ein bisschen NPC-Farmen zu machen. Also eine Eisenfarm und eine Invasion-Farm. Da diese, ja, Pillager-Angriff. Genau. Na, wir brauchen ja ein bisschen Wolle, also nehmen wir noch ein bisschen Wolle mit. Und ich bräuchte eigentlich graue Pferde, aber ich mache die nicht. Ich töte die nicht hier. Ach ja, auch ein grauer Pferdekopf und ein weißer Pferdekopf, glaube ich, auch noch. Ja, werden wir dann sehen. Mann, oh, ich habe doch erst gegessen. Ja, ja, das Hungersystem muss auch endlich mal überarbeitet werden. Das nervt nur, wenn man im Kampf so viel essen muss, weil man sich regenerieren möchte. Es nervt einfach nur extremst, oder wenn man einfach irgendwo hin will und die ganze Zeit auch hüpfen muss und ständig und so. Ja, das ist doch ein bisschen doof manchmal. Es nervt einfach. Sieht geil aus hier, ne? Ich mag diese Biome. So langsam echt immer mehr. Also jetzt haben wir hier irgendwo ein Dorf. Ah, das ist falsch. Wir müssen also hier links noch... Also es gibt drei Dörfer. Okay. Nichts mehr. Ah, dann gehen wir doch zu den anderen zwei Dörfern noch. Minecraft, nicht schon wieder trollen. Schon den Anfang so mehr übermäßig nervig zu machen. Hey, so viel zu machen. In Minecraft muss man nicht mehr so viel mal gleichzeitig machen und so.
Tja, aber dafür macht es auch sehr viel Spaß. Und ja, man macht ja die Arbeit, um dann die geile rote Rosen. Noch mehr rote Rosen. Ganz viele rote Rosen. Die will ich sowieso als Dekoration jetzt dann bald auch noch. Werdet ihr ja sehen, wo und wie genau, bei welchem Turm zum Beispiel. Jo, also der zweite Turm wird jetzt langsam schon begonnen. Und beim ersten Turm muss ich einfach die Lianen, die Bambus, genau, halt noch mehr haben. Und ich habe ja im extra so dieser Weg ringsum, also was nach oben geht, Treppen und alles, halt mit Bambus gemacht, aber das sieht von unten ein bisschen schlicht aus. Ich brauche eine andere Farbe. Ich weiß jetzt noch nicht genau, welche Farbe, weil ich hätte eher Akazie genommen, aber das ist unten dran schon, der Seite. Ich würde vielleicht eventuell Birke nehmen. Jo, mal schauen. So, also ein schwarzes Schaf. Okay, nehmen wir das. Die Wolle auch noch. So, habe ich alles angesammelt? Ja. Okay, da vorne ist das Dorf erst. Also, wunderbar, aber. Ja, jetzt habe ich auch ein bisschen Rot, ja. Okay, ich habe schon viel verbraucht wieder. Aber manchmal braucht man halt in Minecraft einfach Zeit, um irgendwas auffrischen. Wie zum Beispiel Brot. Oder sie finden, aber hier in der Kiste nicht. Boah, ist das ein Riesendorf. Hä, waren wir nicht hier schon? Sieht so aus, als würden wir hier schon gewesen sein. Ich glaube, hier waren wir schon. Also die Türen sind offen. Es sah so einfach so aus, als wäre ich da unten durchgegangen in der Mine. Aber scheinbar waren wir hier schon in dem Dorf. Okay. Schade. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Das ist schon Ewigkeiten her. Okay, ein paar Sachen habe ich noch nicht mitgenommen. Okay, wenn wir hier schon waren, ja, bringt es jetzt auch nicht so viele Sachen hier zu machen. Monsterfalle und so. Also Dinge. Eisenfarm, genau. Naja, ich war hier schon mal. Okay, dann suchen wir weiter nach einem warmen Ozean, gehen doch wieder tauchen ein bisschen. Also Skifahren, ein Boot fahren. Und ja, gehen wir zum Ding hoch. Zum Ozean hoch. Ja, ich war jetzt so ungefähr so 2 Stunden lange joggen. Ich bin einfach todmüde und hat ein bisschen gestresst, aber das kann ich ja nicht immer. Ich muss ja den ganzen Tag immer wieder aufnehmen und jetzt mache ich ja auch wieder Livestreams. Es ist halt einfach schon immer so ein bisschen schwierig, immer bereit in den Parts zu sein, aber das macht auch Spaß, wenn ich mal ein bisschen. Es ist nicht so schlimm, wenn ich ein bisschen unkonzentriert oder ein bisschen überhastet bin. Und sowieso Minecraft kann ja auch ein bisschen überhastet sein. Ist ja meistens sehr chillig und ja eher langwierig ist. Es ist halt einfach ein Survival-Spiel. Man kann es einfach nicht leugnen und ich bin nicht einer, der gerne survivalt. Ich bin eher einer, der gerne Action-Rollenspiele und ja, so MMORPGs spielt, wo kein Survival ist. Ja. Oder zum Beispiel Transport 502 ist auch kein Survival. Okay, man muss genug Geld haben, aber mehr Survival ist ja das auch nicht. Man stirbt nicht. Und ja, wenn ich dann immer wieder Survival spiele, dann packt mich das einfach nicht immer direkt. Es packt mir erst, wenn ich dann wirklich drinnen bin und ja, so das Gefühl habe. Ja, okay, hier ist hell, das Wasser. Aber hier ist Wald. Okay, hier ist wieder kalter Ozean dann. Ja, kalter Ozean. Gut. Jo, nein, es tut vor allem mega motivieren, weil ich halt auch etwas auf die Beine stellen kann.
Und ihr seht es wahrscheinlich, oder? Also ich sehe jetzt wirklich, dass ihr wieder viel mehr schaut. Und ich hatte jetzt vor kurzer Zeit noch so wenig Zuschauer wie noch nie, also noch schon lange nicht mehr. Und jetzt habe ich ziemlich viele Zuschauer manchmal. Aber die Parts sind dann einfach nicht mehr gut besucht später. Also sie werden gehypt, weil es ein neues Video ist. Dann wird nicht mehr so viel geschaut. Und jo, ich sehe einfach, ihr habt gerne meine Videos, aber seid halt immer sehr aktuell und schaut die neuesten Videos von mir an. Kein Problem. Ich zwinge euch auch nicht, alte Videos zu schauen oder so, aber man sieht halt wirklich die Veränderung oder auch ich, wo wirklich nicht unbedingt jemand zwinge, jo, etwas zu schauen oder mich zu unterstützen. Sehe da schon große Veränderungen ab und zu und finde es auch toll, wenn die Leute mich unterstützen wollen und so weiter. Also ja, das liegt einfach an YouTube, oder? Das ist einfach, man hat viele Informationen und man sieht einfach die Veränderungen und so. Also es tut mich immer mehr motivieren, auch wenn es mal ein bisschen weniger Zuschauer hat oder kaum Kommentare zum Beispiel manchmal gibt. Manchmal einfach nicht so die Spiele gerade sehr gewollt werden und so Sachen. Also zum Beispiel das Skyrim Let's Play, das hat fast keine Zuschauer, weil es halt alt ist und niemand mehr Skyrim unbedingt zuschauen will. Aber dort erzähle ich Geschichten, da spiele ich Rollenspiel und es fesselt ziemlich so mega. Ich kann kaum aufhören nach 30 Minuten und schon will ich den nächsten Part machen. Aber andere Projekte wie zum Beispiel Regnum und Minecraft, da Dragodia oder Pixelmon, wird viel mehr verlangt. Aber da kann ich nicht immer so oft immer wieder spielen. Ich muss mich immer zuerst wieder reinfinden. Was habe ich genau gemacht im letzten Part? Was muss ich noch vorbereiten? Es ist einfach intensiv viel schwieriger. Viel intensiver. Und das macht es halt meistens einfach auch ein bisschen schwieriger, aber. Man macht gerne. Wenn ich sehe, ein Video kommt gut an, dann mache ich mehr von diesen Art Videos, von diesem Projekt oder so. Weil es ihr verdient habt, oder? Weil ihr mich unterstützt. Und dafür bin ich natürlich auch gerne dankbar. Oh, schön, wie das leuchtet hier, das Portal. Der Goldblock. Schön, schön, schön. Aber eben, wir haben einfach dieses warme Ozeanbiom so selten und dann noch so selten Ruinen. Hä? Bann. Ein Bannschwert. Kenne ein Bannschwert. Ein heiliges Bannschwert. Das kenne ich. Oh, ich habe keinen. Ja, ich brauche Golden. Ist mir zu. Riskant. Oh, da hinten ist ein kleiner Zombie. Ja, das ist ein großer. So. Also, dann müssten wir hier wieder an Land gehen. Okay, hier oben könnte noch ein Ozean sein. Aber. Ah ja, ich muss ja noch sagen, ich mache ja noch Livestream, hä, heute. Also ich werde noch ein bisschen weiterspielen nach diesem Part. Hier haben wir viel Mohn und viel Ding. Ich habe gedacht, das wäre eine Pyramide hier. Nee. Aber ein Sumpf wieder mal. Also die Blumenwälder sind ein bisschen komisch mit ihren Anordnungen von Blumen. Die sind zu viel gespammt. So, Seerosen brauchen wir auch nicht mehr. Nehmen wir die Schere hier hin. Einfach die anderen Ringfarben. Wollefarben. Schafe. So, vielleicht einen Schleim nochmals jagen. Nicht so. Oh, die Blumen möchte ich noch ein bisschen sammeln. Ich weiß nicht, wie viel ich von denen habe, aber auch die eigentlich ein hohes Stück Zahn. Dann später.
Da leveln wir auch noch ein bisschen. So. Ja, ganz viele Creeper. Oh nein, nicht so. Ja, ja, genau deswegen. Wegen dem Boom hat's gemacht. Oh ja, hier. Sehr gut. Ja, in der Nacht kann es schon recht schwer werden. Also leider nicht. So viel. Was hier? Wieso kommen Creeper so oft schnell hier hin? Deswegen mit dem MC-MMO-Plugin. Eieiei. Mann, wo ist die Schere? Wenn man sie doch braucht. Auch das andere Schaf, aber wo ist es hin? Da. Hinter uns durch. Als wir uns gedreht haben, ist es uns durch, glaube ich, genau. Oh, cool. 300 schon. Jetzt. So, wunderbar. Nicht so viel mitnehmen, wir müssen direkt weiter wegen den Monstern. Aha. Gibt's die auch wieder? Ich dachte, okay, ja, das Datapack auch rausgenommen. Mit den kleinen dummen Heile Phantome, genau. Wo sind sie? Schade. Und die Drops von den coolen von. Ey, wieso habe ich jetzt nicht geschlagen? Nein! Ich hätte getroffen! Und da nicht der Block im Weg, also die Wand im Weg war. So. Aber am besten die bekämpfen unter Bäumen und so. Nein, jetzt haben echt beide so wenig Leben. Das dauert ein bisschen länger. Ja, wir sind noch nicht so stark. Wir haben nur ein Eisenschwert. Okay, das kann ich nicht mehr einsammeln. Ja, niedriges Gras wollte ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Aber haben wir keinen Kopf bekommen? Ja, immerhin bekommt man jetzt die Köpfe über. Das ist doch auch etwas Gutes. Schade. Ja, das dauert ein bisschen, bis man die Köpfe bekommt. Gut, also, was habe ich sonst noch hier? Haben wir irgendwo nochmals... Ja, wir müssen jetzt ein bisschen umschauen nach dem warmen Biom. Nach dem warmen Ozean. Ja, hier nicht. Schade. Was haben wir sonst noch zu machen? Also einfach leveln, oder? Ich ja jetzt gerade ein bisschen mit dem Monster klappen. Und ja, eigentlich meinen. Also wir könnten eigentlich zurück zu meinen gehen oder wir könnten hier in eine Grotte gehen. Ich will ja jetzt nicht ständig nach diesem warmen Biom. Am Ozean suchen, aber es wäre schon cool, wenn wir einen hätten. Endlich. Diese Schniffer. Das sind so böse Tiere, die kommen einfach nicht vor. Die sind ausgestorben und man muss die Eier finden. Ey. Wie böse ist denn das? Dann gehen wir halt auf Pferdejagd. Wenn ich hier schon graue Pferde habe. Oh, wie der rollt. Oh. Miststück. Immer noch. Gibt's doch mal ein paar Köpfe. Also weiße Wolle brauche ich nicht so. Eine kaputte Spitzhacke brauche ich ja nicht mehr. Und der Rest muss halt warten. Den können wir nicht mitnehmen. Also wo haben wir jetzt so ein böses Loch? Ich will ein böses Loch haben. Da ist ein böses Loch. Da fällt man noch runter. Schön, ein bisschen Akrobatik wieder leveln. Oh geil. Das gibt viel Erfahrung. Bis wir sterben. Ich wette, wir sterben in kürzester Zeit. Okay, ich habe keine Fackel. Dann mache ich mir doch Fackel. Ja gut, hier haben wir nichts mehr. Aber immerhin ein bisschen weiter unten.
Dann können wir nämlich jetzt auch. Ich habe gemerkt, durch Kopf kann man recht gut Ding. Sag schon, ja, Erfahrung sammeln, Bergbau, genau. Egal was, Eisen ist sehr gut, aber dann einfach Diamanten natürlich noch. Ich glaube, Gold ist auch sehr gut. Aber schaut euch mal, es kommen immer zwei raus, oder? Immer zwei Steine. Das kommt eigentlich bei jedem Erz so langsam raus. Das ist so effektiv. Haben wir hier Haltbarkeit? Ja, drei. Gut. Ich finde die Farben auch schön. Das Orange ist Haltbarkeit. Der Rest ist grün. Da haben wir Lapis Lazuli. Oh, das gibt auch sehr viel Lapis Lazuli. Ja, eben alles, was gute Erfahrung bringt. Ja, ich habe jetzt echt ein Problem. Also, wir gehen jetzt mal hier nicht runter. Lapis Lazuli brauche ich eigentlich auch nicht so dringend. Boah, 64 Lapis Lazuli. Wir gehen jetzt einfach nicht hier hin. Brauchen wir auch keinen Wegpunkt zu machen. Ja, brauchen wir noch ein bisschen Platz. So. Wo haben wir denn Wolle? Wir müssen halt auch dort rein tun, wo einfach Blöcke sind. Ja, hier haben wir ein bisschen Wolle, genau. So. Und diese Tische haben wir doch irgendwo hier. Ja, hier. So, Ofen brauche ich jetzt momentan nicht. Genau, dann machen wir mal die Phantomhaut und so. Hier rein. Blumen waren hier oben. Und dann haben wir noch goldene Karotten, die brauche ich dort. Und Feuerkugel weiß ich gar nicht. Das ist auch ein spezieller Loot, der die Suppe, seltsame Suppe. Also hier hoch, wenn es noch geht. Geht er nicht mehr. Also die seltsame Suppe mache ich jetzt einfach mal alle in eine andere Truhe. Ja, genau, hier waren sie. So, weil Kugel ist auch hier. Und ein Pfeil kommt noch hier rein. So, jetzt gehen wir einfach zum Home Spawn. Und gehen dort, wo ich die. Nee, die war irgendwo hier. Musste ich hoch? Ja, ich wollte zuerst hoch, weil ich über dem. Ja, Tiefenschiffe, genau, danke schön, wie oben links. Machen wollte und zwar ich ziemlich gut. Ich bin jetzt hier eigentlich ganze Zeit geradeaus gegangen und dann habe ich recht viel gelevelt. Und jetzt möchte ich gerne runtergehen. Ich möchte auf 58 wieder leveln, also minus 58 wieder leveln und halt einfach gute Sachen holen. Oder ich könnte mal hier ungefähr auf, sagen wir, minus 10. Weil dort gibt es manchmal eben die Grotten und in den Grotten haben wir dann wieder die Chance auf diese, ja, wie heißen sie? Rauen, Eisen- und Kupferblöcke, die wir sammeln. Da haben wir auch einen großen Lavasee, gehen wir mal dort drüber. Bei 15, okay, ich gehe mal bei 15 dort. Ich muss in die Richtung. So, ja, aber leider ist der Part schon bald wieder vorbei. Ja, aber im Livestream werden wir mal ein bisschen diese Kupfer, rauen Kupfer und Blöcke suchen. Ich möchte sie eben nicht selber craften, ich möchte sie nur finden und das auch selber finden. Einfach als Achievement. Könnte vielleicht eine. Ja, gute Dinge. Aua. Einfach eine gute Challenge. Einfach wegen Challenge-Zwecken. So. Und ich will ja eigentlich noch die Story-Welt anfangen und so. Da bin fühle ich mich jetzt wirklich sehr bereit dazu. So, weil das wird ein hartes Stück. Jo. Ich weiß auch nicht, wie ich den Anfang planen
will, weil wir werden einfach so in eine Welt geschmissen. Und wie kann man einen Anfang machen, wenn man einfach so irgendwo reingeschmissen wird? Man weiß es nicht, man muss es zuerst erfinden. Aber es wird so ein richtiges Gothic-Style, also Hardcore-Roleplay sein. Also die Story, also wenn ihr das macht, dort Hardcore-Roleplay, dann finde ich das ziemlich cool. Aber so viel und so aufwendig kann man jetzt das auch nicht so machen noch. Also ja, wir haben ja geplant, ein Rollenspiel selber zu machen, aber es wird natürlich noch nicht rollenspielmäßig etwas gemacht. Also es fehlt an überzeugenden Spielen sozusagen. Aber wäre cool, wenn ihr dann ja manchmal im Livestream oder so zu mir kämmt und mit mir uns, also ja, mit uns allen so ein bisschen reden würdet. Mit anderen Spielen auch und so. Das wäre schon geil. Okay, wir sind zu weit weg von diesem kleinen Loch. Aber da sind wir. Ich will hier erkunden. Oh. Wenn man einfach nur ganz wenig läuft und dann plötzlich zu weit läuft. Mehrere Blöcke. Mega irritierend. Aha. Okay, ich erkunde hier im Livestream dann noch mehr. Aber zuerst muss ich mal noch anderes Video aufnehmen. Noch zwei ungefähr. Und dann habe ich Zeit also nach dem Abendessen. Dankeschön fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.